Hawaii, ein Inselparadies im Pazifik. Am 7. Dezember 1941 überfallen die Japaner hier den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Sie zerstören große Teile der US-Pazifikflotte. Der Überraschungsangriff bedeutet für beide Staaten den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Pearl Harbor wird zum US-Trauma. Viele Jahrzehnte später machen Forscher in den Gewässern bei Hawaii einen sensationellen Fund. Das Wrack eines versenkten japanischen Mini-U-Boots. Die Entdeckung stellt die bisherige Geschichtsschreibung in Frage. Wurden die Japaner doch schon vor dem Luftangriff bemerkt? Haben die USA bei dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor den ersten Schuss abgegeben? US-Trauma Pearl Harbor. Das Rätsel um den ersten Schuss. . 1941 sitzt US-Präsident Roosevelt in der Klemme. In Europa wütet der Zweite Weltkrieg. Und im Wahlkampf hat er den Amerikanern versprochen, in diesen nicht einzutreten. Doch sein britischer Verbündeter Churchill drängt auf Waffenhilfe gegen Hitler. Roosevelt muss taktisch klug vorgehen. Er darf das Feuer nicht eröffnen. Bei einem Treffen auf dem britischen Kriegsschiff Prince of Wales erinnert Churchill Roosevelt an ein weiteres Problem. Es gibt noch einen Staat, der wie die Nazis von Krieg und Eroberung träumt. Deutschlands Verbündeter, Japan. Schon 1937 hat Japan einen Krieg gegen China begonnen. Ein Feldzug, den der japanische Premier General Tojo vorantreibt. Der Vormarsch in Asien schürt die Konfrontation mit einem starken Gegner, den USA. Seit Monaten verhandeln Diplomaten beider Nationen im Weißen Haus. Die USA verlangen Japans vollständigen Abzug aus China und Indochina. Sie sehen ihre Macht in Asien schwinden. Washington unterstützt China bereits mit Waffen im Kampf gegen Japan. Tokio aber gehen die Forderungen zu weit. Die Gespräche treten auf der Stelle. Die Vereinigten Staaten drehen dem Kaiserreich schließlich den Ölhahn zu und frieren japanische Guthaben ein. Jetzt muss das Land von seinen eigenen Ölreserven leben. Ein Embargo, das die Industrie fast lahmlegt und die Armut im Reich der aufgehenden Sonne noch verstärkt. Das Land fühlt sich in die Enge getrieben. Die Japaner haben damals nicht daran geglaubt, dass Diplomatie ihre Probleme noch löst. Das Land wurde ja von Militärs regiert. Militaristen kennen nur einen Weg, Probleme zu lösen: mit Krieg. Marineadmiral Isoroku Yamamoto entwickelt einen Plan. Er ist Oberbefehlshaber der japanischen Flotte, hat in Harvard studiert und war Marineattaché in Washington. Yamamoto kennt die Amerikaner gut. Seine Idee, den Gegner an den Verhandlungstisch bomben. Am 26. November 1941 schickt er das japanische Marinegeschwader nach Pearl Harbor. Die Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Zerstörer und Kreuzer haben rund 6.500 Kilometer vor sich. Der Militärhafen Pearl Harbor liegt auf der schönsten Seite der hawaiianischen Insel Oahu. Ein Paradies mit wuchernden Pflanzen und Vulkanen. Geschützte Bucht nennen Einheimische die Küste im Süden. Für viele amerikanische Soldaten, die hier ihren Dienst leisten, ein Traumjob. Mehr als 70.000 Soldaten sind 1941 auf Oahu stationiert. Unterkünfte an Land gibt es kaum. Die Matrosen müssen auf den Schiffen leben. Die USA erholen sich noch von der Weltwirtschaftskrise. Am wichtigsten ist den jungen Männern, dass sie versorgt sind. Auf Hawaii wähnt man sich im Dezember 1941 in Sicherheit.
Um 7 Uhr treten die Soldaten an diesem zweiten Advent zur Frühmesse an. Eine knappe Stunde später kehren sie zurück auf die Schiffe. Aus der Ferne halten die Matrosen die Flieger am Himmel für eine Übungsstaffel der Amerikaner. Erst als sie die blutrote Sonne auf den Flügeln erkennen, wird ihnen klar, die Japaner greifen an. Um 7.55 Uhr jagen die ersten Sturzkampfbomber auf die Flughäfen von Pearl Harbor hinab und klinken ihre Bomben aus. In wenigen Minuten ist die Flugabwehr der Amerikaner nahezu ausgeschaltet. Der 20-jährige Herb Weatherwax ist bei seiner Familie in Honolulu. Er hat das Wochenende frei. Ich hörte eine laute Explosion und schaltete sofort das Radio ein. Ich wollte wissen, was los ist. Es wurde gesagt, dass sich alle Soldaten sofort bei ihrem Stützpunkt zu melden hätten, weil die Japaner Pearl Harbor angreifen. Ich war wirklich schockiert. Die Bomber aus dem Kaiserreich verwandeln den Militärstützpunkt der Amerikaner in ein Inferno aus Feuer und Rauch, Öl und Blut. Ein amerikanischer Soldat dreht diese Farbaufnahmen. Sie dokumentieren den verheerenden Überraschungsangriff ohne vorherige Kriegserklärung. Viele Matrosen springen in Panik von Deck. Doch im Wasser brennt das Öl, das aus den zerstörten Schiffen ausläuft. Sie verbrennen bei lebendigem Leib. Andere können sich nicht mehr aus den sinkenden Wracks retten. Mehr als 2.400 Menschen sterben beim Angriff auf Pearl Harbor. Etwa 1.000 werden verletzt. Über 300 Flugzeuge und etwa 20 Schiffe sind schwer beschädigt oder zerstört. Zum ersten Mal sind die Vereinigten Staaten auf eigenem Boden angegriffen worden. Ein Trauma für die Nation und ein Trauma für die Überlebenden. Am Tag nach dem Angriff machen amerikanische Soldaten am Strand von Oahu eine sensationelle Entdeckung. Sie finden ein Mini-U-Boot. Mit einem Seil ziehen sie es an Land. Der japanische U-Boot-Pilot Kazuo Sakamaki wird der erste Gefangene im Pazifikkrieg. Stolz präsentieren die Soldaten seine Jacke. Sein Co-Pilot hat sich in letzter Minute das Leben genommen. Sakamaki aber hat den Selbstmord nicht mehr rechtzeitig geschafft. Gegen genau so ein Mini-U-Boot haben Amerikaner nur 1,5 Stunden vor dem Angriff auf Pearl Harbor gekämpft. Das behaupten zumindest die Soldaten des US-Zerstörers Ward. Es ist 6.30 Uhr am Morgen des 7. Dezember. Das Periskop eines ungewöhnlich kleinen U-Bootes taucht kurz in der Sicherheitszone vor Pearl Harbor auf. Amerikanische U-Boote müssen in diesem Bereich aufgetaucht fahren. Die USS Ward nimmt die Verfolgung auf und feuert. Ich stand an der Steuerbordseite und beobachtete, was passiert. Da draußen fuhr dieses U-Boot. Ich habe gesehen, wie der erste Schuss abgefeuert wurde. Will Lehner ist damals Munitionsträger auf der Ward. Ich sah, wie das Schiff direkt unter unserem Zerstörer versank. Direkt unter mir. So etwas hatte ich noch nie gesehen, ein so kleines U-Boot. Die Soldaten werfen noch Wasserbomben hinterher. Sofort funken sie eine verschlüsselte Nachricht von dem brisanten Zwischenfall an den Stützpunkt Pearl Harbor. Sie wird nicht ernst genommen und ohne Eile von einer Abteilung zur nächsten weitergereicht. Ihre Bedeutung wird noch nicht erkannt. Auch Jahre später glaubt man der Besatzung der Ward nicht. Ich habe immer wieder erzählt, dass ich auf der Ward war und dass wir 1 Stunde und 20 Minuten vor dem Angriff ein japanisches U-Boot versenkt haben. Die Leute fragen dann, ihr habt es versenkt? Hast du einen Beweis dafür? Meine Antwort war immer nein, aber ich habe gesehen, wie es gesunken ist.
Haben die Amerikaner den ersten Schuss im Pazifikkrieg abgegeben und nicht die Japaner, wie lange angenommen? Und haben sie das fremde U-Boot getroffen? Erst Jahrzehnte später gehen Forscher dem Rätsel um den ersten Schuss nach. Eigentlich sind sie für biologische Untersuchungen mit ihren Tauchbooten in den Gewässern unterwegs. Doch am 50. Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor kam Terry Kirby eine Idee. Bis damals, 1991, war mir nicht klar, dass das Mini-U-Boot noch nicht entdeckt worden war. Viele Menschen hatten vergeblich gesucht. Es fehlte immer noch der Beweis, dass die Ward das Mini-U-Boot tatsächlich versenkt hat. Deshalb haben wir seitdem unsere Trainingsfahrten in der Gegend gemacht, wo es liegen könnte. Mit Hilfe von Sonarbildern grenzen sie die Objekte am Meeresboden ein, die sie genauer erkunden wollen. Wir hatten ein besonders vielversprechendes Objekt gefunden. Aber wir konnten unsere Tauchgänge erst in ein paar Monaten starten. Es war wirklich eine Qual. Wir hatten ja keine Sponsoren für die U-Boot-Suche, nur für das biologische Projekt. Zu Beginn der Saison waren hierfür 3 Testfahrten geplant. Die wollten wir auch für die Suche nutzen. Anhand der Sonarbilder suchen sie das Zielobjekt Nummer 1. In fast 400 Metern Tiefe. Doch am ersten Tag haben sie keinen Erfolg. Wir waren sehr aufgeregt an diesem Tag, weil wir endlich zu unserem Zielobjekt tauchen konnten. Wir dachten, wenn das Ding 24 Meter lang ist, muss es auf unseren Bildschirmen auftauchen und leicht zu finden sein. Da haben wir uns aber getäuscht. Wir sind den ganzen Tag im Kreis gefahren und haben nichts gesehen. Noch einen Tag suchen sie. Diesmal nach weiteren Zielobjekten an anderer Stelle. Nicht einfach bei all den Schiffswracks und Flugzeugteilen in der Bucht vor Pearl Harbor. Wieder sind sie erfolglos. Sollen sie noch einmal an die erste Stelle zurückkehren? Es ist ihre letzte Chance. Das Erste, was ich dann beim Fahren gesehen habe, war dieses große, zylindrische Ding. Es war zu schön, um wahr zu sein. Ich habe mich gefragt, ist es wirklich das Mini-U-Boot? Wir sind immer näher gekommen und es verschwand von meinem Bildschirm. Aber genau in diesem Augenblick flüsterte der Pilot, ich glaube, das ist es. Es ist ein historischer Fund. Ein Fund, der sogar mit der Entdeckung der Titanic verglichen wird. Es ist ein japanisches Mini-U-Boot. Ist es wirklich von der Ward abgeschossen worden? Als die Forscher den Turm untersuchen, finden sie den Beweis. Ein Einschussloch, das exakt zu den Kanonengeschützen des Zerstörers passt. Jahrzehnte nach dem Zwischenfall vom Morgen des 7. Dezember 1941 lassen sich nun die Ereignisse genau rekonstruieren. Die Kanonenkugel der Ward ist in den Turm eingeschlagen und hat das U-Boot versenkt. Es ist der Beweis. Die Amerikaner haben im Krieg zwischen Amerika und Japan den ersten Schuss abgegeben. Doch was hat es mit den japanischen U-Booten auf sich? Welche Aufgabe hatten sie bei dem Angriff auf Pearl Harbor? Ursprünglich sollte der Luftangriff auf die amerikanische Pazifikflotte von 6 Flugzeugträgern und Versorgungsschiffen ausgestartet werden. Dieser Plan hieß Hawaii Operation. Auch die japanische U-Boot-Flotte wollte daran beteiligt werden. Deshalb wurde der Plan entwickelt, 5 Mini-U-Boote mit jeweils 2 Piloten und 2 Torpedos in die hawaiianische Bucht fahren zu lassen. Die Batterien der Mini-U-Boote reichen allerdings nur 12 Stunden. Deshalb bringen Mutterschiffe die U-Boote möglichst nah an den Hafen. Die U-Boote lösen sich dann ab und legen die letzte Strecke allein zurück. Im Hafen Pearl Harbor sollen sie ihre Torpedos auf amerikanische Schlachtschiffe feuern, während die japanischen Flieger aus der Luft angreifen.
Mehrere Stunden vor dem Angriff der Bomber auf Pearl Harbor sind sie bereits in der amerikanischen Sicherheitszone. Hätten die Verantwortlichen in Pearl Harbor noch Menschenleben retten können, wenn sie die Meldung der USS Ward ernst genommen hätten? Hätte das abgeschossene U-Boot dem Oberbefehlshaber der Flotte eine Warnung sein müssen? Den Oberbefehlshaber der Flotte in Pearl Harbor trifft keine Schuld. Der US-Senat stellt später fest, dass ihn wichtige Informationen, auch die Meldung der Ward, zu spät oder gar nicht erreicht haben. Ich glaube, selbst um 6.30 Uhr gab es keine Chance mehr. Eine Flotte mit so vielen Schiffen zu bewegen, hätte ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert. Der Angriff begann ja schon um 5 vor 8. Am 8. Dezember 1941, einen Tag nach dem Angriff, spricht Präsident Roosevelt vor dem Kongress von einem Akt der Niedertracht und erklärt Japan den Krieg. Die pazifistische Stimmung ist über Nacht gekippt. Der Schlachtruf Remember Pearl Harbor motiviert Hunderttausende zum freiwilligen Kriegsdienst. Die Vereinigten Staaten rüsten auf und steigen weiter zur Weltmacht auf. Pearl Harbor wird für die Japaner zum Pyrrhussieg, denn die Amerikaner gewinnen schon 1942 die Oberhand im Pazifikkrieg. 3 Jahre später beenden sie den Krieg mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Im Hafen von Pearl Harbor erinnert heute eine Gedenkstätte an den blutigen Angriff vom 7. Dezember 1941. Der Ort der Erinnerung ist über das Wrack der Arizona gebaut, bei deren Untergang mehr als 1000 Menschen gestorben sind. Die Japaner, die zur Gedenkstätte kommen, sind meist unangenehm berührt. Sie spüren, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich sehe es als meine Aufgabe, sie zu entlasten. Also habe ich ein bisschen Japanisch gelernt. Ich habe ein ganzes Jahr ziemlich hart daran gearbeitet. Sobald ich einen Japaner sehe, begrüße ich ihn mit einem Guten Morgen auf Japanisch. Bis heute läuft Öl aus dem Wrack. Die schwarzen Tropfen werden die Tränen der Arizona genannt. Die Tränen der Toten. Doch für die Lebenden ist Pearl Harbor ein Ort der Begegnung und der Versöhnung geworden. Welche Gedenkstätten des Zweiten Weltkriegs habt ihr schon besucht? Schreibt es uns in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Geschichtsvideo mehr verpassen wollt.